Was für einen Sinn hat dieses Fest, das wir heute feiern, das die Kirche sozusagen ganz bewusst festhält? Es ist eines der ältesten Feste oder auch der ältesten Marienfeste, wenn man so will, oder Feste, die in der alten Tradition eben gefeiert wurden. Was ist die Bedeutung? Ich habe immer gedacht, das ist ein Fest für alte Leute, weil da kommen zwei Alte vor, der greise Simeon und die Hanna, die 84-jährig, das ist wahrscheinlich etwas für alte Leute. Und ich weiß nicht, es kann eine ganz große Bedeutung haben für alte Leute, aber ich meine, es ist nicht nur für alte Leute, sondern es ist jetzt in der Zeit besonders ein Fest für den alten Kontinent Europa. Oder es ist ein Fest mit einer besonderen Bedeutung für das Abendland, wie Pater Kente nicht sagt. Warum? Wir haben jetzt heute eben noch am Schluss diesen Aufruf gehört, fürs Europäische Parlament zu beten. Was ist los mit Europa? Es ist ein Umbruch. Ganz klar. Nicht nur, dass das Europäische Parlament etwas Neues ist und wie das zusammengehen kann, sehr ungewiss durch die Verschiedenheit, die da zusammenkommt. Aber auch der Papst sagt das in seinem Schreiben, es ist eine ganz neue Herausforderung für dieses Abendland, wo das Christentum ja eigentlich Fuß gefasst hat. Nachdem es sozusagen von Israel, vom Heiligen Land vertrieben wurde, hat das Christentum vor allem in Europa Fuß gefasst, ist aufgeblüht und hat sich dann von da aus in die ganze Welt verbreitet. Pater Kentini sagt immer, das hat eine geschichtliche Bedeutung. Nur heute ist das alles wirklich in Frage gestellt. Ich meine, dieses Licht, das da dem Simeon aufleuchtet, dieses Licht könnte man auch sagen, weil er sagt, jetzt kann ich im Frieden sterben, könnte man sagen, das ist das, was meinem Leben Sinn gibt. Endlich, darauf habe ich gewartet. Ich habe mein ganzes Leben danach gesucht, was gibt meinem Leben Sinn? Und ihm wurde irgendwie geoffenbart, ein Messias kommt und das macht einen Sinn. Und ich meine, dass heute ganz Europa danach fragt, was macht das Leben sinnvoll? Ältere Menschen können sich vielleicht fragen, wir haben das ganze Leben lang der Kirche und die kirchlichen Normen treu erfüllt und doch bröckelt alles. Was hat das für einen Sinn, dass wir da festhalten? Junge Menschen fragen noch viel mehr nach dem Sinn. Was macht überhaupt Sinn? Was macht unser Leben sinnvoll? Und sie suchen die Antworten nicht zuerst bei der Kirche oder im Glauben. Und doch suchen sie danach. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, die Pater Kentini schon geahnt hat, dass das noch viel stärker wird. Aber diese Frage, was gibt dem Leben Sinn? Oder eben, was ist das, was das Leben hell macht und erleuchtet und Sinn gibt? Und da treten die beiden alten Leute ganz besonders in den Mittelpunkt, weil sie geben Zeugnis. Jetzt kann ich beruhigt sterben, ich habe den Sinn gefunden. Und auf dieser Spur zu gehen und auch zu sagen, was wir tun, auch für die anderen, auch für das Chaos, in dem wir leben. Man sagt auch, wie dringt das Licht dahin durch? Wie kann dieses auch zu anderen dringen, dass die auch merken, davon geht eine ordnende Kraft aus in dieses Chaos hinein. Ich versuche einfach drei Punkte zu nennen, die diese beiden Menschen, die Hanna und der Simeon, in dem Sinn auszeichnen, wo sie einfach uns einen Hinweis geben können, durch ihr Sein, durch ihr Wesen. Das erste ist, Sinn kann man nicht machen, man kann ihn nicht schaffen, sondern Sinn ist immer in der Hoffnung auf eine Zukunft hin. Und zwar eine erwartende Zukunft.
Das ist Heilsgeschichte, das ist Führung Gottes. Gott hat immer wieder gezeigt, nicht einfach, wenn man das oder das tut, wird es besser, sondern da ist eine große Verheißung da. Und Gott führt in die Zukunft. Und an dieser Führung festhalten und den Zufall sozusagen als Erkenntnisquelle. Da fällt dem Alten sozusagen dieses Kind zu. Und jetzt merkt er, da ist Gott am Wirken. Also diese Zufälle, diese Fügungen Gottes. Oder hellsichtig sein auf die Führungen Gottes. Auf Hoffnung hin. Ich glaube, das ist was, was die uns einfach zeigen. Und Pater Kent, den ich immer wieder gedacht, es muss eine wunderbare neue Welt sein, die Gott schaffen will, aus diesem Umbruch hervor. Daran halten wir fest. Es gibt viele Dinge, die krumm laufen. Aber unsere Perspektive ist diese Hoffnungsperspektive. Da will Gott hineingreifen. Er wird führen durch alles hindurch. Und wir dürfen da mithelfen durch unser Sein, durch unser Zeugnis. Das Zeugnis unseres Lebens stellen wir hinein, mitten in diese Verheißung hinein. Es ist eine neue Welt am Werden. Das Zweite, was bei beiden Menschen da, Simeon und Hanna, deutlich wird, es gibt Begegnungen. Es gibt Momente, wo in der Begegnung etwas aufleuchtet. Ein ganz kurzer Moment, der nimmt das Kind in die Arme und merkt, jetzt ist so ein Moment da. Und da leuchtet etwas auf in seinem Herzen. Ein Licht, das er preist, das er wünscht, dass alle das erfahren. Aber diese Begegnung. Pater Kent, den ich sagt immer wieder, dass es wichtig ist, wie die Gottesmutter sich auf Begegnungen einzulassen. Die Gottesmutter, die der Elisabeth begegnet ist und in dieser Begegnung Freude kam. Der Papst sagt es immer wieder, wir dürfen als Kirche nicht bei uns selber sitzen bleiben. Wir müssen den Aufbruch wagen, hinaus in die Begegnung mit den Menschen, die am Suchen sind. Wir dürfen nicht bei uns stehen bleiben. Immer wieder dieses Hin zur Begegnung, weil in der Begegnung mit dem Anderen, mit dem Fremden, mit dem Ungewohnten, mit dem, was einfach uns entgegenkommt, da kann Gott uns etwas aufleuchten lassen. Ja, sogar in der Begegnung mit dem, was zunächst ausschaut, wie wenn es nicht Gleichgesinnte wären. In der Begegnung mit denjenigen, die vielleicht etwas bekämpfen oder mit demjenigen, die sich wehren. Wie oft hat die Offenheit etwas anderes gezeigt? Die sind auch am Suchen. Also ein Kontinent, das alte Europa-Abendland am Suchen ist, aber die Aufforderung, sich auf Begegnungen einzulassen. Gott wird zeigen, wo er sein Licht hineingeben will. Es ist ein Leben der Begegnung, das uns mehr von diesem Licht schenken kann. Und ein drittes, was diese beiden Menschen auszeichnet, das ist die Treue. Ein Leben lang auf etwas zu warten, ein Leben lang Gott zu dienen im Tempel, ohne zu sehen, dass es etwas bringt, sozusagen. Eine Treue, die aber belohnt wird. Eine Treue, die Frucht trägt. Eine Treue im ganz Kleinen, das Licht für die Welt bedeuten kann. Ich glaube, sowas machen wir mit unseren Beiträgen ins Gnadenkapital. Das ist diese Haltung, Gott weiß wofür. Er nimmt die Beiträge an. Er nimmt unser Leben in aller Schwachheit, wie es einfach gelingt, oder halt weniger oder mehr, er nimmt diese Treue an. Wir wissen auch vom Pater Kentenich, gerade in der Zeit, wo die Auseinandersetzung war, wo die Kirche geprüft hat, ist das, was er macht, katholisch oder nicht,
Und wo manche dann auf Distanz gegangen sind. Ja, Schönstatt, ja, aber den Pater kennt er nicht. Nein, nicht unbedingt. Kann es auch ohne. Und da hat Pater Kente nicht gesagt, wenn jemand treu ist, Schönstatt, oder dem, was ich einfach mir die Treue hält, das hat ihn berührt. Also Menschen, die treu dem, was sie erkannt haben, dem Licht, das sie gefunden haben, treu bleiben, dem Ruf treu bleiben, den Menschen, da hat er eine ganz große Achtung und Ehrfurcht gezeigt. Ein Beispiel ist, dass zum Beispiel alle Palutiner damals in der Auseinandersetzung, als es schwierig wurde in der Gemeinschaft, als er selber dann austreten musste, eine neue Gemeinschaft, Gemeinschaft des Schönstatt Patres, hat er gesagt, wir haben bei allen Gemeinschaften so Kriterien, die man erfüllen soll. Aber wenn jemand in unsere Gemeinschaft, also die Schönstatt Patres reinkommt, gibt es kein anderes Kriterium als die Treue. Das ist einfach größer. Die Treue ist das wichtigste Kriterium. Die Treue. Und das muss nicht was Riesiges sein. Treue im Kleinen, im Alltag, ist ein ganz großer Wert. Daran kann man erkennen, dass der Mensch mit der Tiefe des Herzens eben gebunden ist, dass das Leben hingegeben ist, wie diese beiden Menschen an das Große. Ja, Pater Kentenich ruft uns auf zur Treue. Treue im Kleinen, Treue mit dem, was wir tun können, es muss nicht. Da gehört die Schwäche dazu und doch diese Treue dieser beiden, Simeon und Hanna, sind ein Bild dafür. Gott benutzt das Kleine, die kleine Treue für das Heil, das Licht in die Welt zu bringen.